So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forzathon. Einer der letzten, aber trotzdem noch, vielleicht auch einer der schönsten. So heißt es dieses Mal Hochleistungslenker. Haben Sie keine Angst davor, sich Ihren Reifen schmutzig zu machen? Da habe ich überhaupt keine Angst. Wir haben ja viele Sachen, wieder auch ein Auto zu gewinnen. Wieder ein Porsche übrigens, seit langer Zeit. Was ich geil finde. Auch ein ziemlich geil Porsche. Dazu kommen wir später. So haben wir jetzt zuerst hier oben abgefedert. Schließen Sie drei Rennen in einem Offroader ab, um drei Lose zu erhalten. Ist nett. Dann Neuland, ne? Minecraft, Dena, ich weiß, der war scheiße. Verfügen Sie 30 Zerstörungsfähigkeiten, um 55.000 EP zu erhalten. Auch nicht schwer. Und das dritte, das beste finde ich, heiße Nächte. Gewinnen Sie ein Straßenrennen, um den Nummer 45 Flying Lizard 911 GT3 RSR zu erhalten. Ein richtig geilen Porsche-Rennwagen. Hammer nice. Auch in den Häusern vielleicht nicht ganz so, aber ne, haben oder nicht haben. Das ist hier nicht die Frage. Sondern haben einfach nur. Ha ja, haben. Und das letzte, Schlammschlacht. Schließen Sie drei Spielplatzpartien in einem Offroader ab, um 120.000 Credits zu halten. Das machen wir nicht. Wegen Online, ne, und so, aber den Rest machen wir. Wir können ja theoretisch das abgefedert Neuland und heiße Nächte kombinieren, indem wir einfach nur drei Rennen fahren. Davon halt ein Straßenrennen. Was Sie auch mit dem Offroader machen werden, und zwar in dem wunderschönen Ford F-150, den neuen. In einer wunderschönen Xbox-Lackierung. Was ich richtig geil finde. Von den Dingen zwei Dinger geschenkt bekommen. Einmal jetzt so einem weiß-grün, dann glaube ich nochmal in einem dunkelgrün-hellgrün, ne, Mix. Und 15 Jahre steht, glaube ich, für das 15-jährige Jubiläum von Xbox Live. Was meines Wissens nach 2002 halt ging Xbox Live online oder wurde aktiv. Aber 15 Jahre schon, das ist nicht schlecht, ne? Das ist schon so alt ist. War schon damals bei der ersten Xbox, da gab es diesen Dienst halt schon. Hallo Bäume. Noch ein bisschen Tunterwagen, ne? Jetzt mit dicken V8. Komm, ich glaube, stell GT 500 und ein bisschen aufgebaut. Ja, das ist viel zu langsam, ne? Mit fast 500 kW. Und noch ein bisschen mehr reingemacht. Jetzt haben wir 727 PS drin, ne? Das sollte reichen. Wir fangen an mit zwei normalen Rennen und das dritte wird dann ein Straßenrennen sein, was ich auch mit dem hier fahren werde. Das versuchen werde, es zu gewinnen. Ich muss es gewinnen. Wir nehmen hier nämlich einfach einen normalen Wagen. Das geht ja auch, aber man kann es einfach versuchen. Wir fangen hier an mit Yara Valley Sägewerk Fahrt. So. Wird direkt vorgeschlagen, dann nehme ich auch mal direkt. Passt schon. Ist fast mit der A-Klasse. Da oben habe ich schon einen Erfolgstracker angemacht, wegen den Zerstörungsfähigkeiten. Aber die werde ich einfach währenddessen wegen den Rennen machen. Das brauche ich nicht extra, die jetzt noch machen. Das werde ich sowieso mit der Zeit freischalten. Man sieht schon, ich habe schon, naja, 40% schon fast rum, schätze ich jetzt mal. Das schaffen wir in drei Rennen locker. Vor allem, wenn wir Offroad fahren. Das sollte machbar sein. Die paar Sachen dazu zerstören. So, let's go! Aber schöner Erfolg, muss ich sagen. Sieht von vorne wirklich richtig böse aus. Wie das heißt, der Vorgänger. So. Goku ist auch wieder dabei. KI müsste wieder auf Profi sein, also normal. Bin schon Erster. Gott. War nicht so geil, ne? Aber der Vorteil, der kommt ja auch. Komm rum. Oh Gott, oh Gott. Man merkt, der wiegt halt viel. Immer noch coole 2,2 Tonnen. Trotz Gewichtsoption. Ich will Offroad fahren, nicht Straße. Dazu brauche ich keinen F-150. Die Straße. Ich will auch meinen Corsa nehmen. Der ist auch nicht viel schlechter. Staudern, ne? Die sieht schon geil aus. Die nächste Kurve, die hasse ich. Welche die Bremspunkte finden, das ist nicht so einfach. Ja, wo ist denn die KI überhaupt? Ich hätte eventuell doch was umgestellt. Die kommt ja also überhaupt nicht mit. Muss ich gleich nochmal gucken. Ich meinte, es müsste wieder normal, also normal Profi stehen. Ist das eigentlich auch wahr? Zumindest in den ganzen Aufnahmen. Naja, guck ich mal gleich. Oder fahre ich so gut? Zweifle ich eigentlich, dass ich jetzt so übertrieben geil fahre. Dass ich KI mega krass abhänge. Muss auch irgendwie nicht. Die ist anscheinend nicht auf Profi gerade. Da müsste sie doch eigentlich. Bin ich gerade einfach nur blöd? Wahrscheinlich schon. Ich vergesse schon wieder alles Mögliche. Alzheimer lässt grüßen. Bin ja auch schon 19, ne? Kann man schon mal Alzheimer haben.
fortgeschrittenen Alter. Warum? Oh, das mag der Wagen hier. Das Terrain, das ist richtig gut. Hier, bei Längskurve sind auch Holzbretter, die richtig, oder so Holzbänke, wenn ich umfahren sollte. Weil ich Holzdinger da, aber die Bremsen halt, Schimpfe da, wie auch immer. Die Bremsen einen halt mega hart aus. Das ist mega nervig. Ob es nur so ein bisschen Holz ist. Aber sobald man kannst du problemlos umfahren, da passiert fast gar nichts. Was macht denn die KI, Alter? Also da muss irgendwas umgestellt sein. Ich weiß nicht wieso. Aber ich glaube nicht, dass ich so gut bin und jetzt KI einfach abhänge. Das hört sich mega scheiße, das stimmt schon. War nicht so gut. Das geht auch noch besser. Vor allem, oh ja, Gewicht. Gewicht ist nicht mein Freund. Da oben, wir haben schon fast Neuland geschafft. Deswegen, das kann man nebenbei machen. Ein langes Rennen, ne? Über 3 Minuten jetzt schon. Naja, aber längeres Rennen, gleich mehr EP. Mehr EP gleich mehr Geld. Mehr Geld gleich glücklicherer Fabian. Oder so. Ich sag mal 15.000. Oh, gut geschätzt. EP-technisch 13.257. Naja, war auch nah dran, ne? Meine Vermutung war richtig. Zwar nicht auf Profi. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe sie doch umgestellt. Logischerweise auf Profi. Wer will's gedacht haben? Rennen 2. Ein Titan Warrior, oder? Auch ein geiles Ding. Oh Gott, Gurke. Was ich weiß mit Gurke, meine ich Terradine Gurke. Halt für mich Spitzname Gurke. Weil er ist halt auch noch Gurke, ne? Ziemlich langsam. Zumindest ohne Lampenmotor. Denn ist es was anderes. Dann ist er trotzdem noch langsam. Zumindest für die Leistung. Ja gut, das ist doch kein Leichtgewicht, ne? Ich hab schon das ein oder andere Tönnchen. Aber oh, mein Freund. Das Rennen liebe ich auch. Strecke. Jetzt ist auch sowas mit Schnee, das war geil. Genau diese Strecke hier. Nur mit Schnee und Eis. Das ist ja richtig awesome. Da geht er schon rum, den Arsch. Fällt mir das. So, Neuland geschafft. Runder, danke. Bisschen Handbremse. Oh, das war knapp. Aber nichts berührt. Ja. Ich bin zu gehen gefahren. Jawohl, Arsch ein bisschen rum. So mag ich das. Immer Zeit, also die KI brauche ich noch ein bisschen. Ich kann noch mal ein bisschen Show machen. Auch wieder schön rum. Das wird staunlich. Dann auch gleich wieder um. Das ist eine kurze Strecke, ne? Ich glaube nur 4,7 Kilometer stand da vorne. Beim Rennen erstellen. Ist ja nix. Sagen entspanntes Rennen. Trotz Profischwierigkeit. Oder Profi in Anführungszeichen, ne? Sondern fahren, scheiß drauf. Ja. Entspannt würde ich sagen. Und keine Konkurrenz. Jetzt mal den Erfolgstracker wieder ausmachen. Brauchen wir ja nicht. Achso, ja, das. Ja. Ganz easy. Doch nicht so viel Geld, ne? Weil einfach ein kurzes Rennen. Nur gute 11.000 und EP-technisch 10 wenigstens. Naja. Immer gute 9.400.
Beschweren kann man sich dann normalerweise eher weniger. Straßenrennenversuch Nummer 1 von hoffentlich 1. Zweiter Versuch. Ich wollte mehr Power, ich habe mehr Power. Ich brauche weniger Gewicht. Also ca. 170 kW mehr und über 20 kg weniger. Das sollte doch wohl reichen, oder? Komm rum. Auch schöne Corvette neben mir. Schöne C5. Hallo Realia. Hallo World Rise. Sorry World Rise. Der hat Top Speed, der World Rise, das weiß ich. Das ist nicht gut. Hat kein Top Speed. Das ist nicht gut. Dann habe ich Beschleunigung, mein Freund. Und die hast du nicht. Zumindest nicht so viel. Sieht doch schon mal viel besser aus als beim letzten Mal. Noch bin ich Erster. Das kann auch gerne so bleiben. Das sieht schon mal besser aus. Wir sind immer noch A-Klasse, komischerweise. Wir haben nur, glaube ich, 50 Punkte mehr als vorher. Obwohl wir 170 kW mehr haben. Ja. Ist mir recht so. Warte mal kurz. Oh, juckt. Also, wir fahren schon mal. Also, ein bisschen langsamer, ne? 200 km/h. Ist ja sehr langsam. Wunderbar hier. Na, KI, keine Chance. Also, Raptor ist halt der Straßenrennen-King, ne? Du hast halt ein SUV mit 700 kW. Dann reicht das schon. Das war knapp. Ja. Easy Rennen auf jeden Fall, ne? Bis auf die letzte Kurve. Die vielleicht nicht ganz. Mit der KI. Ein Notfall. Der Porsche kommt. Das ist ein Notfall. Oder ein Notstand. So. Hey doch. Warum nicht gleich so? Jetzt heißt es Porsche Time. Und Erfolge Time. Schon wieder. Zum letzten Mal für heute. Aber vorher gibt es erst noch die drei Lose von vorhin. Ich habe sogar vier Lose. Komm. Geld, 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 Geld regiert die Welt. Ja, juhu. Den habe ich auch wahrscheinlich schon. Richtig. Verkaufen.
So. Gar nicht gesehen, den Wagen. Hatte ich auch noch nie. War natürlich klar. Aber immer 50.000, das ist schon angenehmer. McLaren habe ich logischerweise auch schon. Erste Frage, was habe ich noch nicht? Glück gehabt. Den GT habe ich auch schon. Deswegen Geld. Geld, Geld, Geld. Habe ich auch schon. Das nenne ich mal eine Theke, ne? Ach du Scheiße. Wunderschöner Rennwagen von Porsche. Ich meine, Porsche ist sowieso gerade noch als Rennwagen. Das GT-Rennwagen. Ich meine, was. Das geht auch besser. Das ist halt. Ich liebe es einfach. Diesen Wagen bin ich in Forza 6 so oft gefahren. Weil er war erstens mega schnell, sieht mega gut aus, hört sich mega gut an, fährt sich richtig gut. Ich meine, natürlich 911er, ne? Heckmotor, Boxermotor, 6 Zylinder, 4 Liter Hubraum, 460 PS, Heckantrieb, kein Turbo, nix, schöner Saugmotor. Mit dem fahren wir jetzt. Scheiße. Ja, du bist knapp über 9000. Ist ja nichts. Mit der Beschleunigung, die ist jetzt schon krass. Der Wagen besitzt auf dem 997. Regeneration 997. Auf dem GT3, schätze ich mal. Halt als Rennwagenvariante. Wiegt 1,2 Tonnen. Hat aber weniger PS als ein GT3 RS zumindest oder als ein RS 4.0. Ist halt laut dem Reglement so vorgeschrieben. Aber das reicht trotzdem. Der Wagen ist nicht so schnell, halt Top Speed, dafür halt ein Handling. Das ist sucht halt seinesgleichen. Ja, ein Handling, ne? Schön links von der Straße fahren. Und dann wieder lenkt, ne? Mit der Geschwindigkeit. Das ist einfach abnormal. Bremsen natürlich auch super. Den Innenraum. Lenkrad, naja, ich würde sagen, nicht wirklich vorhanden. Ist für mich kein richtiges Lenkrad. Obwohl doch, man sieht es doch, ja. Ich war ein Idiot. Natürlich ist das noch ein normales Lenkrad. Und auch hier diese Einkerbung, weil man weiß, wann das Lenkrad gerade ist. Das sieht man eigentlich auch, aber ist dann anzusehen. Da ist dann schon eine Anzeige mit blauem Hintergrund. Gangsicht auf jeden Fall. Die Geschwindigkeit. Bis in 90 heißt, weiß ich gar nicht mal so genau. Vielleicht tankeinhalb, 90 Liter? Das ist ganz schön viel, ne? Ich weiß nicht genau, was das heißen soll. Auf jeden Fall hammergeiles Teil. Wird es doch mal wieder ein Forza 7 geben. Oder die neue Version davon quasi. Basis des 991. Ist ja auch cool. Aber halt, Porsche ist sowieso. Porsche ist live. Warte, ich will nochmal beschleunigen. Ja, das waren schon 100 km/h. Und das war ein Wagen, nicht gehabt. Ja, wie lange dauert das auf 100? Ich schätze mal 3,4 Sekunden, so ungefähr. 3,5. 3,7 angeblich, aber hat sich auf jeden Fall schneller angefühlt. Hat auch Bremssignal, der ist richtig gut. Ich habe schon irgendwo sowieso. Das hat ein richtig geiles Teil. Schon rüber auf der Achse, ne? Weil viel Gewicht liegt für den Motor. Betrieb muss der auch hinten sein bei dem Ding. Ja, was man dazu noch groß sagen? Was ich auch noch sagen wollte, der Wagen wird auch übrigens noch bei anderen Sachen eingesetzt. Nicht nur als GT-Rennwagen, sondern auch noch in der American Le Mans Series. Was der da genau macht, weiß ich nicht, aber klingt cool. Oder noch in der FIA Langstreckenmeisterschaft, da auch. Sound, ne? Das ist halt ein Porsche Boxermotor. Die klingen alle geil. Auch ein Porsche V-Motor klingt geil. Auch ein Porsche V8 klingt geil. V10 natürlich auch, ne? Also jetzt nicht Karrierität. Der sowieso. Das macht halt für mich Porsche aus. Einen schönen, am besten noch einen schönen Boxermotor, Sauger, Heckantrieb. Das ist am besten.
Warte, das ist ein Foto, mach ich nochmal schnell. Aber zu dem Wagen wird es auf jeden Fall noch was in Forza 7 geben. Ich da noch ein bisschen mehr zu sagen und mit dem auch mehr machen, logischerweise. Denn auf der Rennstrecke ist es auf jeden Fall richtig, richtig gut. Schon das Backfire, auch einfach mal zur Tankstelle, ne? Mal ein bisschen tanken. Der Augen ist ja bestimmt durstig. Und ruhig mal tanken. So, wo ist der Tankdeckel? Wahrscheinlich hat er überhaupt keinen richtigen. Sondern wird er woanders betankt. Ich fahr einfach mal hier hin. Ja, aber der Wagen ist schön, dass er im Spiel ist. Auch kostenlos für alle natürlich. Nicht irgendwie noch mehr DLCs. Aber reicht es natürlich auch. Ja, aber ist echt schön. Werde ich jetzt nicht großartig mehr fahren, weil bald Forza 7 vor der Tür steht, aber. Ja, schön, dass er drin ist. Auch jeder hier haben oder nicht haben, ne? Das ist die Frage. Oder nicht die Frage. Na, danke fürs Zuschauen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Der nächste Forza-Ton ist, glaube ich, sogar eine ganze Woche lang. Wenn ich mich nicht ganz irre. Oder irgendeiner war jetzt im August noch eine ganze Woche lang. Deswegen das Video dann, wenn der Zeitpunkt ist, schon am Mittwoch kommen wahrscheinlich. Also wahrscheinlich entweder nächste Woche oder übernächste Woche. Muss ich mich noch mal genauer informieren. Dennoch, ein Sprichwort, was es schon lange gibt, aber auch immer schon noch stimmt. Vor allem in der Facebook-Gruppe bei Forza, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Mehr sage ich dazu nicht. Außer noch ein Wort, was jetzt noch kommt, nämlich.